Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Staxel. Der Mike ist natürlich auch mit am Start. Hallo. Und, nee, noch nicht wieder hier in der Welt. Nee, ich bin wieder da. Ah, okay, bist schon wieder da. Hast du das Schild hingestellt? Nein, ich wurde gar nicht auf die andere Insel zurückteleportiert. Ich wurde sofort wieder auf dieser Insel hier teleportiert. Okay, warte, ich probiere es nochmal. Okay. Oder muss ich jetzt irgendwie mit den anderen Dorfbewohnern reden? Gut, wäre ja auch strange, weil im Singleplayer, wenn du hier die Poststation aus Versehen kaputt gemacht hast, bevor du dahin gehst, ist ja auch Ende Gelände. Hallo Emilia. Ich brauche einen Muffin. Kauf mal ein paar Muffins. So. Hier müssen wir uns natürlich jetzt auch mal überlegen, wie teilen wir die Räume ein? Stellen wir einfach hier riesen Skelette rein und sagen, das ist es. Nein, wahrscheinlich ja nicht, das wäre ein bisschen langweilig. Können hier ein bisschen Mauer bauen? Mal solange es nicht neuer Tag wird. Selbst dann können wir nicht schlafen, weil können wir nur schlafen, wenn Mike auch schlafen kann. Und das kann Mike aktuell ja nicht. Daher schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. So. Aber dadurch wird das Museum halt mal wieder überdimensional klein. Den wollen wir dann nicht haben. Den hat man übrig, oder was? Hätte schon gedacht, so krass, ich habe exakt die. Ah! Hab exakt die Anzahl an Steinen gebraucht, die ich auch gebraucht habe. Das passiert selten. Um nicht zu sagen nie. Hui! Es ist ja schon verlockend zu sagen, es gibt ja diesen Magic-Wand im Kreativmodus scheinbar, mit dem man einfach einen Bereich definieren kann, der dann aufgefüllt wird. Das wäre gerade für so Bauten vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, geil. Ich glaube, das mit Live ist verbuggt. Warum? Weil eigentlich sollte er fröhlich sein, dass ich hier bin, ihn retten will, aber. Wer sagt das? Live! Ja, wenn der auch sagt, ich bin fröhlich. Er sagt das ja nicht. Musst du vielleicht noch irgendwas? Hast du alle Sachen gefunden oder? Ja, ich habe alle Sachen gefunden. Gib mal ein Update Reputation Live 0. Nicht, dass wir dir letztes Mal aus Versehen, wir haben auch mit dem Freundschaftslevel rumexperimentiert, in der Hoffnung, dass er dann automatisch zurückkommt. Nicht, dass er aktuell dein Freundschaftslevel nicht mehr hat und deswegen die Quest nicht abschließbar ist. Live 0, ne? Ja. Kannst du das nochmal in Text schreiben, wie das Na geschrieben klar. wird? Update Reputation 0. Da seht ihr, ich habe Freundschaft von 726 mit ihm. Da habe ich das nämlich auch ausprobiert gehabt. Für alle, die den Command nicht kennen, Achtung, wenn man Cheats anmacht, gibt es keine Steam Achievements mehr. Wenn man 0 eingibt, wird einfach das Aktuelle angezeigt und ab 200, glaube ich, ist es bei den meisten, dass man auf dem höchsten Level ist. Kann man zum Beispiel auch gucken, wie viel bringen einzelne Geschenke. Können wir gleich ja mal machen, wenn neuer Tag ist und wir will man was schenken, dass man es mal sieht. Wir haben wir nichts mehr, ne? Was steht dann, wenn du das eingibst? Oh, ich. Ja. Sollte es vielleicht ohne Slash eingeben, dass du es auch siehst. Sorry. Sag doch was. Ich muss wieder ganz runter scrollen. Da. Also Slash. Update. Reputationell. Hi Live Oskar. null.
Das war das falsche Slash, das war nur eine Klammer. Ja. Wenn du einen Chat öffnest und einfach Pfeiltaste nach oben drückst, dann hast du das exakt nochmal da stehen, was du eben angegeben hast und musst dann nur vorne das ändern. Ah. Ach, das ist denn diese Schnellleiste. Genau, das ist in vielen Chats so, es ist bei Minecraft tatsächlich, glaube ich, auch so. Auf 185. Dann gib das nochmal ein und mach mal plus 20. Weil ich meine, ab 200 bist du erst auf dem höchsten Freundschaftslevel. Also live 20. Ja, gib mal einfach mal 20 ein. Auf 205. Ja, Und endlich. ja, jetzt kannst du mit ihm reden. Das ist, weil wir die letztes Mal hatten wir. Ja, Du was erinnerst dich. abgezogen. Genau, und. Er ist voll gewundert. Mike, was machst du denn hier? Gerade schon wieder kleiner Herzinfarkt gewesen. So, ey, Hat wer mich funktioniert schon wieder nicht. reingelassen? "200 ist der magische. Jetzt sind Live und ich, jetzt muss ich mir eine Sache schenken, dann kriege ich das auch. Ich weiß nicht, auf was für ein Level ich vorher war, aber so niedrig kann es nicht Warum bin gewesen ich sein. hier? Hm. Im Knast. Live wurde eingeknastet. Hallo, ist da Wald? Nein. It's Patrick. Nein, hier ist Patrick. So, ich mache jetzt hier erstmal überall Licht hin, dass es hier gleich einigermaßen hell ist, wenn wir einen Deckel drauf machen. Oder machen wir erst einen Raum auf? Ach, ich weiß doch auch nicht. Ja, geil. Sagen, ich stecke hier fest. Warum steckst du da fest? Weil Live und ich keinen Ausweg haben. Mist. Ihr könnt es da rausschaffen. Ihr müsst nur an euch glauben. Man kann ich jetzt das kaputt machen? Ich würde sagen, ich komme und rette euch, aber pff, nö. Nö. Einfach nö. Ich überlege gerade, wie wir es hier machen. Ob wir hier einfach nochmal eine Wand so machen. Dass man hier so einen riesen Rundgang hat. Und ich habe eine Idee. Habe ich eine Idee? Na, ich weiß nicht. Weiß noch nicht. Muss noch ein bisschen bauen, glaube ich, vorher. Wir könnten ja schon mal hier auch so Säulen hinmachen. Das ist ja schon mal in Ordnung. Aber wenn wir hier auch eine hinmachen, sieht es halt, glaube ich, komisch aus. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal testen. Ich will halt nicht, dass das hier ein einziger großer offener Raum ist. Das wäre irgendwie ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd. Hui. Ich will es immer gedrückt halten, dann einmal da lang ziehen, aber das geht halt einfach nicht. Gut, hier kommt er auf jeden Fall auch. Also in die Ecke muss eine Säule. Also ich meine, das ist ja wohl. Das ist ja wohl klar. Man, wir haben ja schon nichts anderes zum Verzieren. Oh, es geht weiter. Ach, Graham ist sehr. hier. Oh, Gott sei Dank. Mike hat auch einen halben Herzinfarkt bekommen, nicht Ja, nur ich. ja. Das finde ich auf der einen Seite beruhigend, dann auf der anderen Seite gesundheitlich bedenklich, aber es geht weiter. Unsere Zeit verstreicht auch. Die reden miteinander. Ich Mike weiß. rastet Ich kann. vollkommen aus. Ja. O okay. Eines Tages, glücklicherweise. Das ist jetzt schon Jahrzehnte her. Gefühlt ist es auch Jahrzehnte her, ganz ehrlich. Wie lange lässt du mich noch warten? Ja, natürlich. Man kann auf Licht stehen. Freigeschaltet, live Wackelkopf. Ja, geil. Nice, das heißt, live ist jetzt auch hier. Mal noch nicht. Warte. Ah, er wird zurückkommen, sobald er hier fertig ist. Live, komm jetzt Ah, zurück. er sagt das sogar mit dem Gasthaus. Im Gasthaus habe ich mich in letzter Zeit ein wenig einsam gefühlt. Ach so, ja gut, das ist mit Mitbewohner. Ah, okay. Ja gut, ich hoffe, er kommt zurück, weil, ne, also
Ram, schick Mike zurück. So, ganz wichtig. Also erstmal willkommen zurück natürlich. Aber bevor du irgendwas machst, stell vor live seinen Laden wieder das Schild auf. Ja, ja. Das werde ich als erstes machen. Hier sieht es nämlich aus wie beim ersten Corona-Lockdown im Mehlregal und im Nudelregal. Oh, ich bin bei mir gelandet. Hast du das Klopapier? Ich will gucken. Es ist einfach leer. Trotzdem will ich gucken. Ey, du musst ja auch. Ein Cookie schwebt. Cookie kann ja auch mal schweben. Schwebendes Cookie. Ich habe Cookie das Schweben beigebracht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wenn die Welt dann nochmal laden würde. Ja, die brauchen jetzt einen Moment. Du warst lange nicht mehr hier. Weiß gar nicht mehr, wie sie aussieht. Puff, Alter. Dunstende Leere hier, oder was? Ja. Alter, wie sieht live denn auf dem Wackelkopf aus? Oh, guck mal zum Laden. Ich komm mal zum Laden. Hui. Hallo. Hi. Da guck mal, wie süß Leif aussieht. Man sieht echt süß aus. Kann man nichts sagen. Ja. So, gut, stellst du mal das Schild auf. Bup. Ich muss sagen, lass mal versuchen, ob wir schon schlafen können. Ist das nicht, dass es noch ein bisschen zu früh? Laden ist wieder voll. Ja, Gott sei Dank. Live auch schon wieder da? Nein. Ich habe halt die Hoffnung, dass... Kann sein, dass er am nächsten Tag wieder da ist. Genau, das ist meine Hoffnung, weil ich will jetzt auch. Ja. Also es war echt interessant. Siehst du? Es hat echt Spaß gemacht, das, was ich da machen musste. War wohl mit ein paar Komplikationen, aber... Na gut, jetzt wissen wir ja mehr. Also ich kann schlafen. Ich auch. Nice. Jetzt stürzt das Spiel endgültig ab. Muss mir mal angewöhnen. Ja. Aber ich kann Leertaste drücken, um das Bett zu verlassen. Es passiert nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich muss mir mal angewöhnen, vor den Aufnahmen die Welt zu speichern. Oder halt zu kopieren, besser gesagt. Ach so, ja. Weil dann können wir Scheiße bauen ohne Ende und nichts passiert, so ungefähr. Genau. Jetzt drücke ich hier Leertaste. Nichts passiert. Bei mir auch nicht. Die Welt kommt nicht drauf klar, dass live an zwei Orten gleichzeitig sein soll. Ja, ne? Glaube ich auch nicht. Ja, shit, was nu? Ja. Weiß es nicht. Kann höchstens kurz mal das Spiel schließen, gucken, was passiert. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ein kurzer Neustart vom Spiel hat schon gereicht. Es ist ein neuer Tag. Mike ist auch schon wieder auf dem Weg. Kühe sind auch da. Alles sehr beruhigend. Alles sehr beruhigend. Life ist halt nicht da. Du hast eben irgendwas offen gehabt, wo du gelesen hast, was in der Quest passieren sollte, oder? Stand da was dabei, nach wie vielen Tagen er zurückkommt? Nee. Er hat gesagt, wenn er da fertig ist. Ja. Das ist halt die Frage, wann ist er da fertig, ne? Ich weiß wieder, was ich wollte. Oh, Mike verlässt erstmal direkt den Server wieder. Ja, ich hatte wieder, ich hatte wohl die ganzen Gegenstände unten, diese Leiste da, wo man die Sachen auswählen kann, aber irgendwie ein grauen Bildschirm. Sag mir jetzt nicht, ich kann nichts mehr bestellen und online verkaufen, weil ich die Murmurs deaktiviert habe und nicht weiß, wie ich sie wieder aktivieren kann. Oh nö. Das wäre natürlich bescheiden. Activate. Murmur. Der Befehl ist jetzt unbekannt, ist klar. Wir gucken nochmal im Help-Menü. So.
Toggle Tile Art, Teleport, Stop Time, Steel, Pedal, Spawn Material. Kann natürlich auch sein, Black Cross, No Clip, and a Nickname. Kann natürlich auch sein, dass wir das einfach hier Deactivate Murmur. Genau so steht's doch da. So schreiben wir es auch. Deactivate Murmur. Ungültige Parameter, weil die noch deaktiviert sind. Mhm. Ja, ihr verkauft schöne, feine Sachen, ne? Aber unsere Online-Händler sind alle tot. Ja, wir haben den Einzelhandel gerettet. Online-Marktplätze gibt's nicht mehr. Und die zwielichten Mafia-Leute hier auch nicht mehr. Endgültig die Stadt sicher gemacht. Wird der Einzelhandel mal unterstützt. So, jetzt kommen wir aber hier, kann ich euch mal zeigen, wie das ist mit dem Update Reputation. Wir geben das jetzt einfach mal ein. Update Reputation. Wohlgemerkt, wie gesagt, Cheats müssen aktiviert sein. Gibt keine Achievement mehr bei Steam. Rovan 0. Wir sind bei Rovan, haben wir hier 165 Freundschaftspunkte. Dem geben wir jetzt mal eine Kartoffel. Ah, beste. Da freut er sich. Ah, ist perfektes Geschenk. Und dann 170. Das heißt, 3 Punkte haben wir bekommen dafür. Das heißt aber auch, wir müssen ihm noch einige Kartoffeln schenken. Um genau zu sein, 30 Stück. Und wir können ihm nur so ein paar schenken. Das heißt, ja, es wird noch einen Moment dauern. Ja, so, perfekte Geschenke verteilt. Läuft bei uns. Ich weiß immer noch nicht, wie das Museum ist. Wir können ja auch erstmal gucken, was haben wir denn überhaupt so an Skeletten. Den T-Rex, den würde ich dann woanders hinstellen. Den können wir ja tatsächlich dann weiter nach hier hinten stellen, dass hier so ein Gang ist, durch den man durchgehen kann. Ja. Da könnte man vielleicht Kunstwerke hinhängen, dann könnte auch unser Schmetterling hier drüben hängen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Weil ich glaube, Museumsheraus... Dinger sind ja keine Skelette. 5 Fossilien. Ja, keine Ahnung, wo wir die bisher hatten. Oh, hier haben wir Zucker stehen. Das ist doch schon mal gut. Ob das reicht, wenn wir es hier hinten halt machen. Ich finde es ultra cool, wenn so ein Flugsaurier, ich glaube, das ist der Pteranodon, weil sonst hätte er keinen Flügel, so von der Decke hängt. Aber wir können nichts von der Decke hängen lassen, weil die Dinger kann man halt nur auf dem Boden platzieren. Wir bräuchten so einen unsichtbaren Block oder so. Und auf den Zaun können wir auch nichts draufstellen. Das ist bescheiden. Wir können auch so ein Stegosaurus. Das Problem, von vorne sehen die alle so glatt aus. Also ich meine, er hier sieht auch von vorne so nichtssagend aus. Da wäre es halt cool, wenn man die leicht schräg stellen könnte oder so. Aber kann man halt nicht. Dementsprechend ja, müssen wir da was anderes machen. Seitlich. Das heißt, wir werden jetzt erstmal unseren T-Rex hier verfrachten. Komm mit, kleiner T-Rex. Kommt hier rein. So. Wir bauen sozusagen um den T-Rex herum. So. Der ist sowas von nicht... Sieht halt winzig aus. Ich würde aber fast sagen, wir sind aktuell... Haben wir ihn... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Auf der Linie ist das Endding. Und hier drüben... Auf der haben wir gesagt, ne? Jupp. Und hier drüben haben wir tatsächlich noch 1, 2, 3, 4 Platz. Das heißt, wir sollten ihn noch 2 mindestens darüber karren. Dann habe ich noch 2 Platz da und da auch 2. Ich hätte sie vielleicht nicht alle abbauen sollen, ja. So. Jetzt hätte man, der Höhe hätte man genau dran. Ja, hätte man genau dran. Ja. Oh, geil. Ich bin wieder auf diesem Baumhaus gespawnt. Da von live. Kannst du irgendwie mit ihm reden? Ich
Aber bitte sag jetzt nicht, dass... Kann natürlich sein, dass ich es irgendwie nicht vernünftig gespeichert hat, weil ich das Spiel abstürzen lassen habe. Ja, so. Auch ein Dunkelstein. Das Problem ist, wir kriegen keinen Dunkelstein. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Oh, Gott sei Dank. Funktioniert? Nee, ich muss einfach mit Ram nochmal reden und dann sagt die einen, warum man immer noch hier ist, ob irgendwas schiefgelaufen ist. Dann sagst du, jupp. Dann fragt sie, ob man wieder zurückgeschickt werden will, dann sagt man ja und dann wird man schon zurückgeschickt. Ja, optimal. So, wir bestellen aber noch ein paar Kirschen. Ein paar Kirschen. Ein paar Kirschen. So, 5 Mark hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mark. Nein, da unten ist ja gar nichts drin. Nee. Wir haben ein bisschen Geld ausgegeben in letzter Zeit. Kann das sein? Ich glaube schon. Gott sei Dank. Säulen. Ich hoffe ja, dass das online zumindest funktioniert und wir nur die Murmurs da vor Ort deaktiviert haben. Sonst haben wir, glaube ich, echt ein kleines Problem. Da muss ich rausfinden, wie man die wieder aktivieren kann. Und Dunkelstein. Haben wir vielleicht sogar Dunkelstein im Keller liegen? Können wir ja mal gucken. Nope. Ah doch, hier sind die Blöcke. Und hier ist tatsächlich kein Dunkel. Wir haben keinen Dunkelstein. Mir dünkelte Dunkles. Ich bestelle jetzt auf jeden Fall mal einen Dunkelstein. Dunkelstein. Ja, gönnen wir uns mal, ne? Kostet ein bisschen was. Aber kann man sich mal gönnen. Wie viel haben wir dafür jetzt gezahlt? Ah ja, 100.000 ist ja nichts. Das ist ja in Ordnung. Dafür haben wir 999 Blöcke. Also. Das ist ja ein echtes Schnäppchen. Hast du es mittlerweile zurückgeschafft? Ja. Okay. Mir schwant Übles, wenn wir wieder versuchen zu schlafen, aber erstmal schwant mir, dass die Folge vorbei ist. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und ja, in 2 Tagen geht's weiter um 17 Uhr und wir gehen dann ins Bett. Yay. Bye bye. Tschüss. Thank you.